Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Diablo 3. Hier war gerade noch ein Kampf, ey, den habe ich noch gehabt, als ich rausgekommen bin. Hab den Spielstand geladen, war hier knackwort sofort angegriffen. Und Mein dann habe ich Gepäck ist gemerkt, voll. schaut euch mal unser Inventar an. Pip, pip, prappe, proppe voll. Müssen wir ausleeren, aber wir müssen sowieso zurück, von daher kann es uns eh latt sein. Dann machen wir mal hier mal schnell so ein. Ich kehre in die Stadt zurück. So sieht's aus, so ein Teleport-Ding. Dann kehren wir mal zurück. Würde ich sagen, machen wir auch erstmal unsere schönen Sachen leer hier. Jetzt gehen wir zum Händler, bevor wir mit der Mutter von Lea sprechen. Wie heißt sie nochmal? Naja. An den meisten meiner Waren klebt fast kein Blut mehr. Ja, aber auch nur fast, ne? So, verticken wir mal schön. Vermöbeln, vermöbeln, vermöbeln. Auch weg. Auch weg. Ja, komm, scheiß drauf, ey, auch weg. Auch weg. Das ist auch weg. Das behalten wir mal. Das für einen Begleiter irgendwie. Auch weg. Das behalten wir auch mal. Wobei. Mal geschickt gleich wieder in den Brunnen, pro Treffer. Widerstand gegen alles Schockstand. 311 Vitalität. Ja, dann können wir das auch vermöbeln, wenn wir das hier behalten. Weg, weg. Ja, unsere Zweihandwaffe, ne? Oh. Ja. Ja, wegkommen. Weg. Weg. Die ist ja eigentlich derbe, ne? Dafür, dass die Schaden. Aber ja, nee, komm weg. Wir zappeln uns damit jetzt nicht ab hier. Wir fangen gar nicht an, die irgendwie so mit den Steinen jetzt hier zu verbessern. Dass die vielleicht auf dem Niveau ist von unserem jetzt. Ah, warte mal, hier. Oh, ich dachte, wir kriegen den Stein jetzt. Oh, ist der Stein weg, ey. Mann, 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 Mann. So, dann packen wir die Dinger noch in unsere Truhe. Jetzt haben wir alles verscherbelt. Jetzt haben wir nichts mehr über. Oh, hier ist ja noch ein bisschen was. Ein bisschen was, was wir auch mal vermöbeln können, ne? Ha, naja, egal. Machen wir später. So, dann behalten wir mal die hier. Den. Den. Und die zwei. So, dann haben wir auch nicht mehr so viel Essenz und deswegen behalten wir mal. Gut, und dann können wir mit Adria Es sprechen. ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Oh. Ich lebe wieder. Soltun Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren, damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ja, so sieht's aus. Was? Was denn jetzt passiert? Okay, dann sehen wir uns gleich mal wieder. Tja, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Diablo 3 und wir haben ein Glück. Wir brauchen unser Inventar nicht wieder komplett machen, denn wir sind hier gelandet. Aber wir müssen mit Adria widersprechen. War die Verbindung Es weg? ist Keine soweit. Ahnung. Ich kann Lea, euch nicht sagen, wirke den Zauber, den ich dir wieso. beigebracht habe. Naja, mal sehen, was Soltun Kull jetzt insgesamt zu sagen hat. Ich lebe wieder. Soltun Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren, damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Aber es ist wahr. So, neue Quest. Ah, ne, Quest beendet. Aegisap Schwur. Aha. Eine Rüstung, Körper, 7% Leben, Rüstung. Naja, die ist ja nicht der Hit, können wir gleich vermöbeln, wenn es soweit ist. Quatsch, man Ich sollte uns kümmern. werde euch den schwarzen Seelenstein geben, aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Okay. Ihr wart früher ein Verräter.
Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ja. So sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Okay. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Das ist Wahnsinn. Ihr wisst genau, dass er uns verraten wird. Ja, aber was haben wir für eine Wahl? Aber das ist auf jeden Fall erstmal ein Plan. Loslegen und von Soldhunkul das Blut besorgen. Ich kann billig verkaufen, weil ich ja. einfach wieder von eurer Leiche bin. Wenn ihr zwischendurch mal ein Rauschen hört oder irgendwas, ey, das tut mir leid, ne? Aber meine Nachbarn sind irgendwie der Meinung, sie müssen aus ihrer Bude eine Villa bauen und bohren seit 2 Tagen durchgehend hier durch die Gegend. Oh, ein wenig anstrengend, aber ich kann da leider nichts dran ändern. Hört einfach drüber hinweg, ich kann ja auch sonst was singen, wenn es euch nervt. Ihr seid wirklich interessant. Und dann sehen wir weiter. Okay. Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Was faselt ihr da? Gute Frage. Mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Ich glaube, er redet von Lea. Wieso, wer soll sie schon sein? Sie ist Lea. Was anderes verstehe ich da jetzt nicht, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was wir noch nicht wissen. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt wieder voll Karte aufdecken. Och, nö, ey. Okay, aber wir kommen ja nicht drum herum. Also gehen wir einfach erstmal am Rand wieder entlang, ne? Kennen wir ja schon das Spielchen. So, wenn wir Glück haben, sehen wir schnell den Punkt, wo wir hin müssen. Und wenn nicht, dürfen wir einmal quer durchs Feld laufen. Aber. Okay. Hier haben wir ein paar Schlangentypisch wieder. Die clashen wir mal einfach weg. Patz. Da haben sie einen Abgang gemacht, ey. Klick, klack, sind sie weggeflogen. So, gehen wir hier rum. Oh. Okay. Knacken. Wegballern. Sehr schön. Oh, da haben wir wieder was eingesammelt, was Schönes. Also ob es jetzt wirklich so schön ist, weiß ich nicht. Ich hab's nicht angeguckt, aber schlecht wird schon nicht sein. Oh, hier haben wir wieder ein paar Schlangentypis. Bam, also 119.000. Wir machen mittlerweile aber auch gut Schaden. Also für uns jetzt hier gerade auf jeden Fall. Was haben wir hier? Überflutete Höhlenebene 1. Ah, da wollten wir mal rein, ne? Machen wir das jetzt? Komm, das machen wir jetzt. Wir gehen in die überfluteten Höhlen. So, mal sehen, was wir hier so finden. So. Dup. Da haben wir schon mal irgendwas sehr minderwertiges. Da sagt der Name schon. Können wir also nicht unbedingt gebrauchen. Okay, hier haben wir ein paar Viecher, die wir wegballern. Knacken halb rund. Komm, wir gehen mal links rum. Nicht mal nur rechts rum. Auch mal links herum. Mach kaputt die Spinne. Aber rechts rum wären wir besser dran gewesen, ja. Ich möchte mehr Zeit, um die Bibliothek von Caldeum zu erkunden, wenn das hier vorbei ist. Ihr ähnelt eurem Onkel mehr, als euch bewusst ist. Vielleicht. Ja, aber es das gibt scheint so. Bestimmt Bücher über den schwarzen Seelenstein und Asmus. Etwas, das mir dabei hilft, die Vermutungen meines Onkels zu verstehen. Oh, Alter. Knapp. Schön den Kopf abgesäbelt. So, dann gehen wir jetzt aber als erstes mal rechts rum. So, sie will also. Etwas... Auch wenn oh, Alter! Gegner stark sind, das geht ich ergebe noch nicht. Mich nicht. Nee. Ergeben ist auch nicht drin hier. Wir Boah. Haben es geschafft. Die haben wir aber auch derbe weggeslasht, Alter. Was haben wir hier Schönes? Oh. Warte mal. Können wir leer eigentlich? Nee, aber wir können den Templer. Was hat er hier? Blockwert 1706. Was hat das Ding hier? 1706. Aber. Das hat nur plus 8% Leben. Das hier hat aber plus 315 Stärke, 324 Vitalität, 10 Leben. Ja, da würde ich sagen, tauschen wir doch mal seins aus. Eine gute Wahl. Finde ich auch.
So, die Stärke steigt auf jeden Fall. Ich gucke jetzt mal, was mit Vitalität ist. Eine exzellente Wahl. Boah, Vitalität steigt ja richtig hardcore. Genau. Schaden richtig. Auch um 5000. Ja, ja, ist genau richtig. Genau richtig. Guter Gegenstand für unseren Templer. Ein schönes Schild haben wir gefunden. Wäre auch der, wenn der auch zwei Waffen tragen könnte. Boah, das wäre auch krass. Dann so pam, 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 pam. Immer nur auf Schaden. Immer nur auf Schaden. Oh, Alter. Tot. So muss das sein. Was haben wir hier? Der Raserei. Angriffsgeschwindigkeit steigt um 25%. Das ist gut. Dann geht das. Pat, 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 pat. Und tot. Da hat der keine Chance. Diese riesen Schlangenviecher. So, das war kaputt. Ah, ich glaube, wenn wir links rumgegangen, wären wir diesmal besser dran gewesen. Wir entscheiden uns also immer falsch, das kann man schon mal merken. So. Gulta Dweck schreibt normal, Fragezeichen. Aber das war allgemeiner Chat, den ich anhab gerade. Das heißt, keine Nachricht an uns. So, wir haben den Ring bekommen. Das hier mal. Haben wir hier. Alter, was ist das denn? Verfluchte Senke. Okay, ah, wir müssen jetzt wieder Gegner töten. Okay, ich hole mal unsere Barbarenfreunde. Damit das einfach schneller geht. Wenn die auftauchen, sind wir nämlich gleich kaputt. So, gleich kaputt machen, gleich kaputt machen. Wie viel brauchen wir noch? Wellen 2 von 5. Wellen 3 von 5. Boah, wir haben. Okay, okay. Ah, wir kriegen pro Welle wieder neue Zeit. Okay. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Okay, Welle 3 von 5 haben wir geschafft. Mehr Zeit. Machen wir mal Welle 4 von 5 weg. Fleisch ist schwach. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier, die auch noch, die auch noch, die auch noch. Und die da oben, die da oben, die da oben. Das geht noch nicht. Okay, okay, die letzte Welle, die letzte Welle. Okay, okay, wir müssen unbedingt Flechtangriff benutzen. Mehr Boom, noch nicht. Scheiße, bereit. Scheiße, wir haben. Nein, das ist doch so viele hier. Nein, das schaffen wir nicht, nein! Nicht genug, das gut. Geht noch nicht. Verdammt. Oh, wir haben den Bonus nicht bekommen. Es mit Onkel Deckard nach verloren gegangenen Artefakten zu suchen. Obwohl es nicht immer ungefährlich war. Ich kann gar nicht sehen, wie oft ich ihn vor einer Armee aus Skeletten wegzerren musste, weil er irgendeinen staubigen alten Wandteppich anstarrte. Ja, das klingt nach Deckard Cain. Noch nicht bereit. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ich brauche Schade, ich hätte gerade echt gerne den Bonus bekommen, ne? Mann, 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 ey. Aber naja. Was soll's? Können wir nicht mehr ändern, ist halt jetzt vorbei. Ich brauche mehr Zeit. Oh, mal schauen hier. Ja, ja, mehr Zeit, mehr Zeit, mehr Zeit kann ich dir nicht geben. Wenn da Gegner sind, musst du draufhauen, mein Barbarenfreund. Das geht einfach nicht anders. Ah, hier endlich Ebene 2. Ich würde gerne wissen, wie viele Ebenen es gibt. Mal sehen. Nachher landen wir auf Ebene 50. Oh, Alter. Goldener Gegner, okay. Ih, die ist ja voll auseinandergefetzt. Aber so stark ist sie jetzt nicht. Ah, boah, aber gut was hinterlassen. Irgendwas Interessantes? Wir schauen mal schnell. Was haben wir hier? Nein. Okay, das ist nur so eine Sache. Oh! Okay, was mit dem anderen Ring? Gucken. Okay, tauschen wir aus, tauschen wir aus. Sehr schön. Schaden wieder gestiegen. Der ist natürlich auch bei Schaden und Zähigkeit besser, aber Heilung geht um 11% rapide bergab, ne? Wir können ja nicht immer alles nur auf Schaden machen hier, ey. Da haben wir irgendwann gar keine Lebenspunkte mehr. So, und hier haben wir mal wieder blaue Gegner zur Abwechslung. Das geht noch nicht. Oh, Alter, hier in der Höhle ist aber richtig was los. Boah, Paragon Stufe 4. Das ist gut. Können wir wieder einen Punkt verbessern? Aber Abenteurer diesmal? Ja, diesmal müssen wir hier eine. Oder können wir irgendwo... Nee, nee, diesmal müssen wir hier bei Abenteurer. So, Flächenschaden, Ressourcenreduktion, Leben pro Treffer, Gold von Bonus. Ich würde sagen, was machen wir als erstes?
Ressourcenkostenreduktion, oder? Ja, das nehmen wir, das nehmen wir. So, unsere Attacken verbrauchen weniger Wut und sowas jetzt. Das finde ich doch klasse. Das können wir vielleicht öfters mit Flächenangriff angreifen. Der ist auseinandergefetzt. Ratz weg. Jetzt heute haben wir drei Wege. Sackgasse? Oh, da ist aber was. Da gibt es eine Leiche. Schön aufgequollen. Schön lecker, 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 lecker. Was haben wir hier? Sackgasse? Nee, oder? Doch, vielleicht? Nein, Weg. Weg, Weg, Weg. Und dann doch Sackgasse. Oh, wir haben uns mal wieder für die falsche Seite entschieden. Bis jetzt jedes Mal den falschen Weg genommen. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr hier gewesen. Lea, komm, hinterher. Nicht drum quatschen, dass du seit Jahren nicht mehr hier warst. Weiter, 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 weiter. Wir haben eine Mission. Wir müssen das Blut finden. Wir machen das hier nur nebenbei gerade. Wir können nicht 2 Stunden hier bleiben. So, da haben wir wieder ein paar Sachen eingesammelt. Oh, und Gold. Alter, da fällt immer noch was aus. Irgendwas Cooles dabei gewesen? Der Hammer hier zum Beispiel? Aha. Tauschen wir mal mit dem anderen. Und? Nein, wir behalten unsere. Haben wir hier Schönes? Nein. Nö. Heilung und Zähigkeit steigt, aber Stärke geht runter. Wollen wir. So, und. Oh, wir müssen wieder da lang. Oh, da liegt irgendwas, aber das können wir nicht benutzen, so wie es aussieht. Ach. Das war schon? Das war der Dungeon. Okay, wir können wieder zum Eingang uns teleportieren. Damit haben wir die Höhle jetzt hier durch. Ja, war ja jetzt nicht so erfolgreich, ne? Okay, wo lang sind wir gekommen? Wir sind von da gekommen. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier lang. So. Oh, wir haben wieder ein paar Gegner. Oh, da ist ein Zauberer, Typi. Den als erstes, den als erstes. Der beschwört uns wieder nur neue. So, und jetzt können wir den hier. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich weiß. Mehr Zeit. Rums und tot. Ach ja, wie schnell die sterben. Pam, 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 pam. So, kaputt. Ach ja, einmal so. Bums, weg ist er. Halt doch ja nicht so lange mit so einem blöden Skelett auf, ey. Einfach hier einmal Knacker und dann muss er hinüber sein. Mann, 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 Mann. Templer, Templer, Templer. Das geht noch nicht. So, wir nehmen gleich hier 3 große. Ach, er macht wieder einen auf Supercharakter hier, ey. Schön Drehkreisel. Auch tot. Ach, hier kommt der Kleine da. Oh, der hat den Templer getötet. Oh, da haben wir was eingesammelt. Ach, ich will die ganze Oase durchforsten, ne? Oh, Mann, ey. Hier sind so ein paar unsichtbare Scheiße hier. Wo ist das denn? So, komm schon, komm schon, komm schon. Kaboom! So, und Dutch. Nein, hier, danke. Oh, der Magier-Typ war sofort hinüber. Ich brauche mehr Zeit. Vielleicht ein Griff ist gut. So, Schlangenmenschen hier auch weg. Zack, hier auch weg. So. Ach, da ist ja noch einer. Oh, da kommt der nächste. Rums. Hat da irgendwas drin? Nö, na super. Für was haben wir es kaputt gemacht? Oh, oh, hier ist ein goldener Gegner. Oh, der macht Laserstrahlen, oder? Zaubert der Laserstrahlen hier? Oder lässt es einfach nur bei den Kugeln? Das geht noch nicht. Vielleicht lässt es ja bei den Kugeln. Das wäre nicht gut. Ah, den machen wir so platt, den machen wir so platt. Brauchen wir unsere Uran-Freunde auch nicht. Der hat gleich ausgepowert hier. Die gleiche Knöchel. Aha. Schöne Handschuhe, aber für uns leider nicht mehr gut genug. Sehen aber super aus, muss man sagen. Also stylisch auf jeden Fall. Eine gute Note. Für den Orden! Für den Orden! Sagt der Templer. Naja. Kaputt. Ach Mensch, wo ist denn hier langsam das Ding jetzt hier? Das geht noch nicht.
Wir müssen irgendein Schrein, Teleporting oder so wahrscheinlich versuchen. Damit wir. Ich habe unsere Reisen geliebt. Die Welt zu sehen. Die Welt hat sich sehr verändert. Ja, das stimmt wohl. Damals nicht. Damit wir in die Höhle können oder so, wo das Blut von Sold und Cool ist. Das werden wir finden hier. Ich meine, knack. Ich brauche mehr Zeit. Hallo? Achso, du da. Die sind ja überall, ey, ohne Ende. Nee. So, bam. Und weg. Gut gemacht. Gut gemacht. So, da war noch ein Teleport-Ding. Ah, das ist ja Anfang der Oase, ne? Zu Weg der Oase. Ja, okay, den haben wir schon, den haben wir schon. Okay, ich dachte, wir kriegen jetzt einen neuen, aber nee. Der ist schon aktiviert, den haben wir. So, wo geht's hier hin? Wahrscheinlich nur Sackgasse, ne? Ja, natürlich nur Sackgasse. Das geht noch nicht. So, ballern wir die kurz weg und dann laufen wir hier rechts rum. Was haben wir hier? Ach ne, das ist nur Feuer. Ich dachte, das ist gerade ein Höhler hier. So, was haben wir hier? Sackgasse. Und gleich. Oh, Trümmerteile. Herstellungsgegenstände. Die haben wir gebrochen. Oh, was haben wir hier? Geplünderter Keller. Das haben wir auch schon gemacht. Die haben wir schon gemacht. Und warum ist kaputt? So, makelloser quadratischer Diamant, den nehmen wir natürlich mit. Wenn ja bescheuert, wenn nicht. Ah, jetzt laufen wir hier im Kreis, ey, ist doch Hölle. Ich sehe schon, wir haben nachher die ganz falsche Seite ausgewählt, weil die Oase teilt sich ja so in zwei Stücke. Oh, der Kreuzritter Teil 8. Ich lernte unlängst einen zurückgekehrten Kreuzritter kennen. Und jetzt verstehe ich. Jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Wenn der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Als die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität an. Und so geht es seit 200 Jahren. Aha, ja, so sterben die Kreuzritter natürlich nicht aus. Muss man nur hoffen, dass die Knappen auch... Wollte ich es schon immer aufnehmen. Mit solchen Gegnern wollte ich schon immer aufnehmen? Noch okay. Nicht bereit. Alter, die teilen sie einfach mal. Ja, müssen wir nur natürlich hoffen, dass die Kreuzritter oder muss man natürlich hoffen, dass die Knappen dann auch so gut sind wie die Kreuzritter. Ansonsten hast du da ganz schöne Lappen nachher in den Klamotten drin. So. Hier war nichts mehr zum Einsammeln, nein. Der kämpft da noch. Jetzt nicht mehr. So, wo ist denn hier? Oh, alle Sackgasse, alle Sackgasse. Ja, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Haha. Ja, wir haben im falschen Gebiet rumgelaufen. Nö. Außer es ist irgendwo dazwischen, ne? Mal die Karte auf. Wir haben das jetzt aufgedeckt. Hier geht nämlich so ein Weg und dann wird das hier auch wieder so groß. Wir gehen jetzt hier einmal quer durch und wenn da nichts ist, ja, dann sind wir im falschen Gebiet, dann müssen wir rüber. Oh, da ist auf jeden Fall schon mal eine Truhe noch. Oh. Die erstmal ein paar Gegner herbeschworen hat. Ihr habt gegen mich keine Chance. Nee, keine Chance. Habt ihr gehört? Ja, Zauberer-Typ. Genug Wut. Die müssen weg. Ah, okay, dann ist gut. Den Rest können wir so wegballern. Da. Komm schon. So. Rum. Bam. Massaker. Das finden wir jetzt hier auch noch. Aber wir sind hier nicht richtig. Das steht schon mal fest. Och Mann, ey. Erzählt mir von diesem Gasthaus, das ihr eröffnen wollt. Die Welt ist so gefährlich. Jeder braucht einen friedlichen, sicheren Ort für Ruhe und Erholung. Eine Wegstation auf seinen Reisen. Es gibt keinen sicheren. Ja, aber ist doch lobenswert, was Lea davor.
Ob sie den Plan aber wirklich mal vollziehen kann? Wer weiß. Wer weiß. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, andere Richtung. So, Magier-Typi erstmal platt machen. Genau, und dann den Rest. So. Ich mache hier den auch weg. So. Wenn man so völlig in die falsche Richtung läuft, ist echt ärgerlich. Wir haben die Karte ja schon mal aufgedeckt, ne? Ey. Oh, Kreuzritter Teil 9. Ja, dann hören wir uns sofort an. Ich will nur die eigentlich gerade loswerden. So, wisst ihr was? Ich mache das an. So, kommt. Und check. Sind ursprünglich 427 Kreuzritter, die im Osten verschwanden. Verbleiben 341. Wollen Sie noch immer Ihren Glauben wiederherstellen? Wie werden Sie darauf reagieren, dass die Ursprungsstadt Ihres Kreuzzuges zerstört ist? Werden Sie gen Westen nach Westmark weiterziehen? Was bedeutet Ihre Rückkehr? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir nicht sagen, aber du wirst uns die Geschichte auf jeden Fall noch weitererzählen. Erstmal haben wir ein paar starke Gegner. Das geht noch nicht. Obwohl, naja, aber kein stark. Nicht schlecht, aber auch nicht übertrieben. Für uns reicht das auch so, ohne unsere Uranfreunde zu rufen. Also, gut. Boah, sind ja Magier-Typen hier weg. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Knapp. Oh, schön in den Training. Nehmen wir natürlich mit. Ich dachte, gerade irgendwas geleuchtet, aber nö, hab mich wohl verguckt. Ja, gehen wir hier am Rand entlang. So, kaputt. Was haben wir hier? Wieder eine Sackgasse? Natürlich eine Sackgasse, wie immer eine Sackgasse. Oh, also weiter. Ja, ja, wenn man rumlaufen will, dann findet man den Weg sofort. Und wenn man der Meinung ist, na, jetzt können wir den Weg einfach gehen und das machen, was wir machen sollen, dann muss man 300 Jahre lang suchen. Keine Sorge, ich habe den goldenen Gegner gesehen. Den schnappen wir uns natürlich. Boah. Keine Scheiße, ich glaube. So, ich will den großen da. Ich will den dicken. Den will ich. Noch nicht bereit. Ashangu, den haben wir glaube ich auch schon mal besiegt, oder? Guck hier. Irgendwie sagt mir der Name nämlich was. So. Achso. Auch tot. Auch tot. Ja, ihr sollt auch tot sein. Oh, das wäre so ein Magier-Putzi. Warum? Im Vorbeigehen haben wir ihn einfach mal gekillt, ohne wirklich die angegriffen zu haben. Pam, ne. Rums. So. Ja, ob wir da runter müssen? Ich brauche mehr Zeit. Mich ey, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, so, knack. Ah, ja, ja, genau. So, gut gemacht. Ich dachte gerade, der haut jetzt die ganze Zeit daneben. Was haben wir hier? Die vergessenen Höhe. Ja, da müssen wir doch nicht hin, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also müsste auch kein Wegpunkt jetzt gerade markiert. Da müsste auch jetzt ein Wegpunkt sein. Noch nicht bereit. Wir müssen irgendwo anders hin. Wobei ich auch mittlerweile glaube, da unten müssen wir auch nicht hin. Da müsste jetzt auch ein Wegpunkt sein. Wenn man nah dran ist, sagt er ja, ja, hier musst du hin, aber hier ist gerade gar nichts. Das ist auch Gegner. So, dann sammeln wir mal alles ein.
Denkt ihr je über das nach, was Alaric gesagt hat? Dass ihr ein Nephalem seid? Ich wurde schon viele Dinge genannt. Ich gebe nicht viel darauf. Ich denke, dass er recht gehabt haben könnte. Ihr habt etwas Besonderes an euch. Okay. Ja, mag sein, dass wir ein Nephalem sind und damit vielleicht der Held, der alles wieder gut machen soll. Aber ja, meine Güte, wenn man sich darüber Gedanken macht, ist das auch nicht richtig, ne? So, ich mache jetzt das Tor hier auf, nur um zu gucken, ob das vielleicht doch der richtige Weg ist. Aber ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Davon werde ich noch lange erzählen. Das kannst du gerne tun. Ich werde dich nicht davon abhalten. Da ist der Weg offen. Ist auch nicht richtig, so wie scheint. Ey, wo müssen wir nur hin? Bei den Aquädukten, haben die gesagt, ja. Na super. Wo sind die? Wisst ihr was, wir gehen jetzt mal in die Richtung hier, genau, nach oben. Mal gucken, was da ist. Ihr werdet die Aquädukte nicht betreten. Ah! Strass! Oder Strass! Strasssteinchen! Swarovski! Den haben wir gesucht, ja. Okay, und da ist er auch schon wieder tot. Denn die Wache besiegen wir auch hier gleich. Knacke die Knack hier. Bam! Oh, endlich! Haben wir den Punkt erreicht, wo wir hin wollten. Ah! Stimmt, hier kamen wir letztes Mal noch nicht rein. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Ja, dann hau mal rein. Mach mal. Gut. Uralte Wasserstraße. Haben wir damit erreicht. Da ist ja schon mal ein Anfang. So, neues Ziel. Hebel der westlichen, Hebel der östlichen. Öffne den Eingang zum überfluteten Durchgang. Gut, das werden wir tun. Jetzt haben wir das Ding hier endlich erreicht. Also werden wir das erst in der nächsten Folge von Diablo 3 machen. Das war Diablo 3 und wir haben die alte Wasserstraße gefunden. Naja, jetzt stehen wir hier. Der Weg war lang, wir mussten nur wieder die ganze Karte aufdecken. Naja, wir haben es geschafft. Alles andere ist egal. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es weitergeht und wie wir hier durchkommen. Und ob Soltun Kull uns auch weiterhin helfen wird. Denn irgendwie, ich weiß, der ist ein bisschen komisch. Der ist ein wenig... Naja, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, der verarscht uns. Aber dazu mehr in der nächsten Folge von Diablo 3. Also, bleibt dran, haut rein. Ciao. Und ein scharfer Wind ist Vorbote unsäglichen Schreckens. Das Volk betet um Kraft und Führung. Um die Gnade eines raschen Todes sollten sie beten. Denn ich habe gesehen, was die Finsternis birgt.